Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den 200er Gravit um Berlin. Nebenbei, es gibt noch andere Gravits, Bayern, Harz und so weiter und so weiter. Es gibt viele verschiedene Strecken, es gibt richtig viel Angebot, richtig viel Abwechslung. Und generell hat so ein Gravit 80% Offroad und maximal 20% Asphalt. Viel Spaß! Morgen, heute geht's mit der Bahn nach Oranienburg. Dann fahren wir mal schnell in 200er Gravit durch die Schorfheide und huschen dann wieder nach Hause. Viel Spaß! So, jetzt sind wir auch schon in Oranienburg und die Party geht los. Das ist mein. Besser Untergrund, semi-weich, semi-hart, eigentlich ganz gut zum Fahren. Der Schorfheide-Krebig beträgt ca. 190 Kilometer, Schwierigkeitsstufe 5 von 10, ist eigentlich ganz angenehm. Startet in Oranienburg, bisschen sandig und mit 40 Höhenmeter und 45 fahrbar. Was ist eigentlich euer Lieblingsuntergrund? Asphalt, Schotter oder doch lieber Zuckersand? Das wäre so typisch. Man fährt geradeaus, es geht abwärts, Radkopfsteinpflaster und dann soll man dabei noch abbiegen. Einfach nur geil. So, wir haben heute ca. 170 Kilometer Offroad. Irgendwie sowas. Viel von dem. Bisschen Sand, Kopfsteinpflaster. Wir werden schon ankommen. So angenehm. Ich bin so froh, dass ich heute mit der Gruppe gefahren bin oder dass ich mit der Gruppe fahre. Ja, weil wir so viel Spaß haben, labern und einfach Fahrrad fahren und eine schöne Zeit haben. Das war richtig schön. So, wir sind jetzt bei 90, 91 Kilometer. Bisher läuft es ganz gut. Hatten gerade mal wieder ein bisschen Asphalt. Aber wie gesagt, der Großteil der Strecke ist einfach mal Offroad. Eigentlich ziemlich nice. Leider geil. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir schaffen das vor Dunkelheit. Hoffentlich. Ja. Also Hamburger Schnitzel, alkoholfreies Bier und Eis und einen schweren Magen und noch 100 Kilometer zu go. Schon ziemlich nice. So, wie fandst du das? Sekundenschlaf im Sand? Vielleicht. So, Radfahren mit vollem Magen kann ich unbedingt empfehlen. Aber besser vor als gar nicht.
Wie man sieht, wir haben eine ganze Menge Spaß. Kaspern eigentlich nur rum und quatschen. Passt doch zum Gravy. Also, auf jeden Fall, der Track wird immer wilder. Dangerous. Perfekt. Kopfsteinpflaster im Wald. Quizfrage. Wer hatte gerade so einen Kopfsteinpflaster-Entschleuniger nicht gesehen und sich dabei den Lenker verrissen? Bisschen was zum Track, also es ist echt alles dabei, alles kann, nichts muss, Asphalt, Sand, Platte, Kopfsteinpflaster, was weiß ich, macht auf jeden Fall mega Bock und das Coole ist halt, man sieht halt immer wieder die gleichen Leute, hat mega viel Spaß und einen sehr schönen Tag. So, der Untergrund hat man wieder wunderbar schön gewechselt, wie gesagt, also man kann die Tour, den Guide einfach nur loben, man sieht, die haben richtig viel Herzblut reingesteckt. Und es macht einfach mal mega viel Spaß. So, wie ich schon sagte, wir haben hier eine Menge Spaß. Will this ever end? In 60 Kilometer. No, no, no. You're doing well. Und wie glaube ich schon gesagt, wir haben so circa 30 Kilometer Asphalt insgesamt. Tief im Wald höre ich niemanden schreien, außer deiner Gruppe. Ja, mega geil. Schon wieder mitten im Wald. Und da läuft der Hase. Excellent! Tut, tut! Mega coole Überraschung. Super cool. Er fährt immer noch. Kann man nur empfehlen. So, nach 65 Kilometer knapp, leicht anstrengend, aber immer noch der beste Untergrund überhaupt. Ein bisschen Sand, ein bisschen fester Boden, eigentlich schon ganz schön unterhaltsam, aber anstrengend. Wuhu! So, gerade kleines Highlight der Tour. Wir hatten überlegt, uns aufzuteilen. Zwei holen Wasser, der Rest fährt den Jack weiter und wir treffen uns später. Aber jetzt haben wir hier kurz vor Krevelin gefragt, Wasser bekommen und sind mega happy und können weiter ballern. So, jetzt kommt der schöne Part des Lebens, Fahrradweg. Einfach mega angenehm, vor allem nach der ganzen Offroad-Strecke kann man das echt mal genießen. So, keine 20 Kilometer mehr bis zum Ziel. Kommt garantiert noch ein bisschen Offroad. Jetzt zum Glück immer noch Fahrradweg. Wetter ist nice. Stimmung ist okay. Die Beine laufen.
Passt soweit. Wobei, eigentlich war ich doch ziemlich fertig. Kilometer 193 und das merkt man. So, mitten im Sand schon mal ein kleines Fazit. Also ich hätte mir eigentlich vielleicht nochmal auf den letzten 100 Kilometern noch eine Tankstelle gewünscht, was zu trinken. Aber ansonsten richtig nice. Der Sand auch. Schön hier jetzt ein Fazit zu machen, aber egal. Und vor allem richtig abwechslungsreich, spaßig, unterhaltsam, viel Natur, wenig Zivilisation, viel Wald, viel Sand. Und auf jeden Fall mit meinen Reifen, den Schwalbe G1 Ultra Bike 45, eine gute Wahl, gut zu fahren. Die meisten fahren das mit 40er Schwalbe Bike. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Like, abonniert und kommentiert. Ciao.